Hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde hier in Minecraft. Das Ganze hier ist gerade überlastet, weil halt eben überlastet ist. Und FPS-technisch sind wir bei 47. Naja, nicht so schlimm, meine Freunde, denn wir sind... Was ist denn hier los nur? Was ist denn hier nur los die ganze Zeit? Und die Musik ist auch gerade nicht so mein Ding. Nimm dich also zusammen, meine Freunde. Was sagt denn hier? Was ist denn aber los? Meine Freunde, was hast du? Meine Dame, was hast du mit nimm dich zusammen? Was ist denn da los heute? Oh. Na, wunderschön hier. Die ganze Hütte hier am Ranzen. Na gut, wir haben ja in der letzten Episode oder den letzten Stream. Schon wieder letzte Stream. Es ist doch gerade der letzten. Ich hab keine Ahnung, was. Okay. Nur für die gerade nicht so am Rande geschaut haben, das Ganze. Es ist jetzt so, dass ich für die Woche hier, gerade anlaufende Woche, auch ein bisschen aufnehmen musste. Das heißt, ein paar Dinge gingen halt jetzt ohne Streamer raus. Ich habe eigentlich nur diese Brücke gebaut hier, diese wunderschöne. Ist noch nicht wunderschön, die müssen wir eben noch rundherum irgendwie noch machen. Aber ja, die haben wir dann irgendwie mal gebaut. Wie auch immer und wo auch immer, aber hey. Und die ist natürlich noch schön aus, da müssen wir einfach nur ein bisschen verkleiden und so und zack, 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 zack. Ich bin teilweise ein bisschen überfordert hier, muss ich wirklich sagen. Aber es geht nicht, das sieht, guck mal, vielleicht ist es ja hier, ne, hier ist ja Endstation so gesehen. Das heißt, hier müssen wir dann, wir brauchen wirklich Treppen hier, um irgendwas zu reißen. Vielleicht nehme ich doch irgendwie in 30 FPS, aber 4K, 60 FPS ist doch schon eine Hausnummer. Aber gut. Haben wir hier irgendwas? Ach, guck mal, die Steintreppen haben wir noch. Die Steintreppen haben wir noch. Ist cool. Dann machen wir hier wirklich, wenn es hier runter geht, das heißt hier anfangen wir das Ganze. Wir fangen hier gleich an. Nehmen eigentlich das Ganze hier so mit. Am Schluss haben wir eigentlich eine wunderschöne Brücke, die man begehen kann, wenn man möchte. Oder wenn man auch nicht möchte. Toll. Falsche Seite. Ich bin ja ein Hengst in der guten Ausbildung, ne? Also, kann man ja auch nicht so sagen. So. Ob man das sieht von der Seite aus gesehen, ich habe keine Ahnung. Bam 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 bam. Ich finde das Lied gerade irgendwie wunderschön. Ich muss wirklich sagen, ich finde das Lied gerade wunderschön. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wie dir da draußen es geht, aber nur so eine Frage hast. Wenn du da, sag mal so, Anna, wenn du da irgendwie zeichnest oder so, du zeichnest ja generell, zeichnest überall. Man zeichnet in Heft, man zeichnet dann in Schulsachen, man zeichnet halt überall hin. Also auch bei der Arbeit zum Beispiel, man zeichnet halt teilweise wirklich Skizzen auf oder so und tralala. Und da ist es wirklich teilweise so, dass man halt ein bisschen mehr hat als nur Gekrabbel und Gekritzel. Und dass man das auch irgendwie lernen kann, man kann zeichnen halt lernen wie alles andere auch. Man kann es wirklich lernen, man kann es machen, man kann es tun. Gut. Und wie das denn der Lernprozess eigentlich, der eigentliche Lernprozess, weiß ich gar nicht, wie der aussieht. Das ist mir ehrlich gesagt wirklich schleierhaft, wie das wirklich aussieht. Der eigentliche Lernprozess, ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Null, niente, ria. Wie das irgendwie mit den Synapsen funktioniert und so, ich habe da wirklich keine Ahnung. Nein, dann fahr ich schon angesetzt. Ich durfte. So, haben wir das gute Stück hier. Darf ich noch hier rumliegen? Darf ich noch hier rumfummeln? Naja, darf ich. So. Aber ich frage mich, wieso meine Freundin gerade geschrieben hat, wegen ich muss. Ach so. Naja, okay. Wenn die Dame auch schaut, auf jeden Fall ein Gruß an die Schwester der Dame. Ich sag Namen nicht. Private Namen behalte ich eigentlich grundsätzlich geheim, weil privat. So.
Ich stream noch, oder? Ich stream noch logischerweise noch. Hey! Ich depp. Ich versauf natürlich hier in einer guten Wüste, ich depp. Ich bin doof. Ich bin wirklich doof. Wenn ich hier. Ich bin doffer hier. Wo ist denn Minecraft hier? So, nein, nicht das hier Minecraft. Das Minecraft. Und ich muss wirklich sagen, in 4K, 60 FPS, das Minecraft läuft locker flockig. Ich habe teilweise andere Spiele probiert. Zum Beispiel Witcher in 4K, 60 FPS im Spiel hier. Also wenn ich im Spiel ist oder im Spiel bin, dann läuft es ohne Probleme. Aber die Aufnahme irgendwie so mit 20 oder 15 FPS, ich habe keine Ahnung wieso und warum das so ist. Aber es ist nun mal so. Keine Ahnung. Da fragen sich die Geister dafür. Da fragen sich wirklich die Geister und ich habe keine Ahnung, warum und wieso. Ich habe teilweise wirklich mit anderen Codecs probiert oder so. Es geht aber nicht. Keine Ahnung, warum und wieso, aber es funktioniert auch nicht. Building Detective, guten Abend. Wunderschönen guten Abend, mein Damen. Und nur mal so Informationen, wenn es ruckelt, es liegt daran, dass ich die Aufnahme hier in 4K 60 FPS mache. Ich probiere es mit meiner neuen Grafikkarte, aber ob es funktioniert, dann im Endeffekt für YouTube, das ist eine andere Sache für sie selbst. Wie ist denn so, mein Herr? Mein Building Detective. Gibt es irgendwas zu detektieren oder so? Irgendwas zu meckern hier an der guten Sache, an der guten Bildungsphase, der guten Unterhaltungsindustrie? Keine Ahnung, aber etwas funktioniert. Nämlich Dummheit. Wieder hoch. Tipp, tipp, tipp. So rum. Also ich glaube, wenn wir hier runterbauen und teilweise wirklich die ganzen Sachen einfach nur in die Länge ziehen, dann kann ich auch nichts dafür. Ich kann nichts dafür und ich muss wirklich sagen, ich brauche hier rechts noch einen Monitor. Wirklich, ich brauche das noch. Echt, das geht so nicht weiter. Ich habe jetzt zwar zwei 4K-Monitore gekauft, aber die reichen trotzdem nicht. Ich muss wirklich sagen, die zwei Monitore reichen einfach nicht aus. Und das ist doch ein Problem meinerseits. Wollen wir hier... Nee, 2-4K, nicht 2-2K, sondern 2-4K. Meckern würde ich teilweise über die Idioten auf Twitch, aber ich glaube, das Thema hatten wir beim letzten Mal. Oh ja, Idioten, man, bei. Ich bin sogar der Meinung, teilweise wirklich, dass ich wirklich der Meinung sein darf, dass ich mittlerweile teilweise. Wieso? Dass ich selbst auch ein Video mache, wie dumm doch die Personen auf YouTube sind. Aber das kriege ich auch von alleine. Verdammt nur. Shit. Bum, bum, bum. Ah, guck mal, Fackeln hier. Ich brauche mindestens eine Fackel, damit ich hier ein bisschen Licht sorgen kann. Oder für Licht sorgen kann. So rum. Rum, bum, bum. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt auf YouTube. 4K in 60 FPS Aufnahmen. Mit Minecraft läuft es ja hier einigermaßen wunderruckelig gut. Ja. Aber wie es damit anderen Sachen läuft, ich habe keine Ahnung. Es ruckelt nicht? Hat so Mini-Ruckler drin, ich weiß nicht wieso. Eventuell muss ich mir noch alles neu kaufen, wirklich neu. Ich habe nur eigentlich die Grafikkarte ausgetauscht, jetzt aktuell. Mehr nicht. Vielleicht neues Mainboard, neue CPU, neue RAM. Dann gehen die wieder etwa 1000 verloren, aber ich spare das auf jeden Fall. Ich spare. Ich hau nicht aus, was ich nicht habe. So ist es ja nicht. Was brauchen wir eigentlich? Genau. Wir haben uns hier gescheit. Warum überhaupt? Warum mecke ich hier? Warum? Wobei man lässt Rest der Lava-Brigade. Ich weiß auch nicht, wo der gerade bleibt. Oh. Was? Ah, ich weiß, warum er druckt. Ich weiß, warum. Meine Monitore schalten sich gerade um auf, jetzt geht klar der Modus raus, dass hier Blaulicht rausgefiltert wird, wenn Tageslicht, also wenn draußen das Tageslicht, wenn die Lichter dann verschwinden, die Sonne verschwindet, dann schaltet mein Monitor automatisch auf Blaulichtentfernungsmodus. Und da brauchen wir auch ein bisschen Ressourcen, dass es gemacht wird. Und jetzt geht es natürlich aus, nur. Ja, jetzt war es nicht Mikro-Ruckler, sondern normale Ruckler. Das ist natürlich klar. Bum, 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 bum.
so, was zeichnen die? Oh, was zeichnen die da? Was zeichnen sie denn? Was zeichnen sie denn? Das will ich mal wissen hier. Oh, es geht 100 FPS. Das geht locker flockig hier. Aber, hä? Das ist auch komisch. OBS sagt mir, ich habe 40 FPS. Und Minecraft sagt mir, ich habe 100 FPS. Das geht natürlich, die 40 verloren gehen. Liegt es am Ström und an der Aufnahme, also dass ich es gleichzeitig mache? Nein, kann ich nicht in den Sätzen, ne? Ich bin doof. Ich nie sitzen. So hin und so hin. Ich muss halt so machen. Geht auch nicht anders. Na gut. Es ist extrem cool, muss ich ehrlich sagen. Es ist extrem cool. Nicht nur das, man wirklich. Ich habe 18. Also ich eigentlich bin ich geplant gewesen. Ich sag mal so, zweimal 4K, 28 Zoll Monitore und ich würde sagen, ich habe jetzt ja eigentlich nur die Auflösung gewechselt, so plus minus gesehen. Und ja. Es ist schon ein Unterschied, klar. Auch Rechenleistungstechnik ist ein Unterschied. Und ich muss mir vielleicht in ein, zwei Monaten wirklich nicht nur die Grafik. Die Grafik, was ist das Teuerste im Ganzen? Das ist wirklich das Teuerste im Ganzen. Und CPU kaufe ich mir wirklich neu. RAM kaufe ich mir neu und ein neues Mainboard. Auch von MSI. Das sind auch wieder harmoniert. Das ist eigentlich alles von allem. Alles vom gleichen Hersteller ist. Weil jetzt habe ich ein Mainboard von Asus und den Grafikkarte von MSI und bla bla bla. Hast nicht gesehen. Und es ist einfach so. Wenn das alles abgestimmt ist, dann läuft es natürlich besser. Ne? Läuft halt besser hier. Und ich werde vielleicht auch die Aufnahmefestplatte auf eine SSD wechseln. Die Aufnahmefestplatte auf eine SSD. Weil dann kann ich vielleicht auch Mikrokler und teilweise alle Sachen halt abbinden. So. Gut, aber jetzt haben wir halt die Brücke gebaut, ne? Und wir sind natürlich. Ah, stimmt. Wir müssen natürlich auch die ganzen Blöcke hier, die wir haben, andersrum setzen. Diese. Ich bin noch irgendwie geteilter Meinung, ob das wirklich 4K gut ist oder nicht. Ist zwar. Bei Minecraft ist nicht wirklich ein großer Unterschied, ob es ist 4K oder nicht. Aber ich finde es nur awesome geil, dass es überhaupt funktioniert. Weil Minecraft ist eigentlich das einzige Spiel, das wirklich 100% funktioniert. Guck mal, ich habe sogar die Dinge ausgemacht, ne? Animationen. Frisst sich wirklich viel. Sogar mehr FPS. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, was ich zeichne. Weiß noch nicht, was ich zeichne. Kritzel gerade ein bisschen nur bis rum. Kann hier jemand sagen, was ich zeichnen soll? Was Einfaches, habe heute eine Grafik bekommen und muss mich noch ein bisschen zurechtfinden. Übrigens, Anna. Ich kann nur sagen, Grafik, was ist überhaupt für eins? Weil für meinen Mitbewohner habe ich vor etwa einem Monat oder so auch eins gekauft. Und der ist hellauf begeistert. Der ist hellauf begeistert. Auch ich habe nicht das Programm, das da irgendwie zugeschickt bekommen ist, habe ich da so gesehen ihm empfohlen, sondern ein anderes. Ich weiß nicht mehr, was es für eins war. Müsste ich seinen Rechner starten und das will ich echt nicht, weil er ist nicht da. Und ja, ich hole es nochmal. Gut, wir machen natürlich hier auf diese wunderschönen Blöcke, die sind teilweise wirklich. Ich kann die vielleicht aufteilen. Oh, hier. Ist. Nee, der Maus. Oh, kurz. Mauseinstellung. Habe ich die Mauseinstellung auf. Haben wir die Mauseinstellung auf extrem hoch? Nee, noch nicht. Jetzt. Jetzt ist es aber hin hier. Mit der Mauseinstellung extrem hoch. Bei 4K ist extrem. Guck mal, die Sensitivität der Maus ist extremst. In Full HD ist, wenn du auf voll hoch stellst, das Ding fluppt dir weg. Aber in 4K musst du fast auf extrem hoch schalten. Ansonsten hast du hier. Okay, ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Ein bisschen zu hoch. Ich mache hier Mausoptimierungen im Livestream und auch in der Aufnahme, logischerweise. Daher. Auf jeden Fall, hallo Spieler Pfütze, ne? Wie geht's denn so aus der guten Anzeige? Nicht Mauszeiger, Größe. Maus. Primäre Mausänderungen sind gestartet. Ist auch ein bisschen zu schnell, muss ich so sagen. Ein bisschen zu schnell hier. Schon besser. Schon besser, was ich abziehe. Und ich glaube. Ja, jetzt ist es optimal. Jetzt ist es für 4K angepasst. Ruckler hier, hallo? Was ist denn los mit Ruckler? Übrigens, wir gehen mal pennen hier. Nur nicht wundern, wenn es ruckelt. Es ist in 4K die Aufnahme. Ich nehme in 4K auf. Daher ruckelt es vielleicht ein bisschen teilweise. Vielleicht muss ich die Grafikkarte noch ein bisschen overclocken, so wie schön gesagt. Ich mache sie vielleicht doch ein bisschen overclocking hier mit MSI Afterburner.
weil ich auch eine MSI-Grafik gerade habe. Geht vielleicht auch gut, aber daher, ich weiß, ob wir das gerade machen. Ich weiß es nicht.